Und dann nächste Folge. Wie gesagt, wir gucken, dass man den Wolf vorbeikommt, weil ich mag Wölfe, ich will ihn töten. Ist vielleicht bescheuert, weil es sind im Endeffekt nur Pixel mit einem Programm drin. Und aber die machen so komische Geräusche und nein, ich mag das nicht. Ich habe ja selbst einen Hund. Ich hatte schon öfter Hunde, also. Nein, ich mag das nicht. Zähmen ja, verhauen nur, wenn es sein muss. So, aber wie gesagt, wir suchen ja eigentlich eh Lymandrias. Ist das da hinten jetzt der Wolf oder wieder ein Tüler? Oder ein Säbelzahnkatze? Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall groß. Hä, war das für ein Event doch kein Wolf, sondern sowas? Wenn nicht, müsste. Ah, ne, der Wolf ist da hinten, alles klar. So, aber. Wir sind hier wieder am Grand Canyon, läuft. Und vor allem keine Lymandrias. Wo sind wir hier eigentlich? In den Tropen, da waren doch Lymandrias. Wo sind die denn jetzt schon wieder hin? Ist echt zum Kotze. Richtig zum Kotze finde ich aber 20 Lymandrias und mir konnte es nicht holen wie diesen verkackten Alpha-Raptor. Gut, okay, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wobei. Ich habe gesagt 20 Lymandrias und gesagt, das wären dann 5 Pfeile in die Hirse. Stimmt das auch oder erzähle ich euch Blödsinn? Ne, 5 Pfeile. Bei einer Chance, dass es dabei drauf geht, von 5%, also nichts Dramatisches. Wir hätten ja sogar 6 Pfeile. Das heißt, einmal könnte man daneben schießen, beziehungsweise noch einen nachschieben, falls die Abstände zu groß sind, weil wenn die ja eben wegfliegt, das dauert ja dann einen Moment. Und wie wir gesehen haben, mit der Schleuder einmal an den Kopf, dann geht die Betäubung sehr schnell zurück. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das auch was damit zu tun hat, ob man so mit Schleuder anschießt oder so. Ich war der Meinung, ich hätte da hinten irgendwo einen Drop gesehen. Mal noch einen Schluck trinken. In der Zeit. Darf er hochheilen? Hier mache ich hier mal das Arbeitsgerät an. Weiter geht's. Dragons, ist das der Eck, wo wir hochkommen sind? Ja, ich glaube irgendwie schon. Ist jetzt aber auch egal. Weil wir suchen ja Elimandreas. Das heißt, wir sollten nochmal da hinten in den Eck. Hier sind auch verdammt viele Fawny Dragons. Fawny Dragons kloppt sich mit Moralatops. Oh, ihr Moschops, ihr habt echt das Talent in den dümmsten Momente. Lymandria. Zu dingsen. Hoppla. Was war das? Wieso baue ich doch bei ihm ab? Hast du das ganze Fleisch gefressen? Hinten ist ein Lymandria, da ist aber auch ein großer Hai. Morellatopse haben zerklopft den Fawny Dragon. Ein Moschops. Hi Kollege. Da ihr eigentlich. Och leck, da ist gleich die ganze Hai-Party. Ja, ich will doch nur Antenne von Dragon dran, weil ich wissen will, was passiert, wenn ich den abbaue. Nix. Gut, also von Dragon Sauer ist technisch gesehen Blödsinn. Was bist du für Kollege? 20. Jetzt aus Spaß, was würdest du haben wollen?
Du willst haben Tintobär. Wenn ich jetzt sehen wird, was das für Elementria ist, um zu wissen, ob das Sinn macht. 15er, ja, das macht Sinn. Mal schnell das Dodo-Dex befragen. 15 Elementria, komm, zeig mir das mal. Ich bin hier schon. Ah ne, ich müsste da rum. Das sind auch verdammt viele Haie. Ich müsste da hin rum, dann könnte es aber sein, dass man den verkackten Alpha-Raptor in die Finger laufe. 4 Pfeile, das heißt, ich hätte 2 extra Schuss. Und das ist ja immerhin schon mal ein bisschen was. Dass ich mich mal freue, 15er Lymandria zu sehen. Normalerweise würde ich sagen, nö. Oh, roter Tropf. Dann holen wir uns als erstes. Yep. Wo habe ich das gesehen? Die Klappe sich da hin, okay. Auch was Raptormäßiges. Aber solange das handelsüblicher Raptor ist, ist das ja kein Problem. Ja, Raptor 150, das ist ja. Die haben vielleicht sogar Pfeile dabei. Ne, soll man jetzt nicht, dass der Tropf weg ist. Gut, ich sah es nicht, das ist aber trotzdem so. Was haben wir da vorne? 50er. Das müsste technisch gesehen unser alter Bekannter sein. Mag ich nicht. Das finde ich jetzt gerade total uncool. Ich versuche mich lieber gleich mit dem Hai. Mit dem Raptor dahin. Hai oder nicht Hai? Ich meine, wir haben fast volles Leber. Wir haben volles Leber. Da ist so Hai nicht zwingend interessant. So müsste man dann auch. Oh, Alec, da war mal verdammt nah dran an dem Vieh. Und der Hai interessiert sich für uns gar nicht, das ist gut. Oh, es wird schon wieder dunkel, wie es mich nervt. Froh mal erstmal den Raptor ab aufs Maul will. Klar. Immer auf Krawall gebürscht. Und natürlich keine Tasche. Wäre ja auch noch schöner gewesen. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Der Moschops levelt und levelt und levelt und levelt. 8000 Leben. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was der Anna für ein Problem gehabt hat als der Horsky. Dass der so langsam gelevelt hat. Komm, ich mach mal rüber. Dich und dich und dich. Dich und dich und dich, dich, dich. Dich, dich, dich. Dich, 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 dich. Zack, so.
Und weiter geht's. Jetzt müssen wir nur den Weg zu der Analymantreater finden. Die ist dicht am Wasser, das heißt, wenn wir Pech haben, springt die da, flieht die dann dauernd übers Wasser drüber. Ich komme nicht mehr bei. Hab dann am Schluss nicht genug Pfeile dafür, weil ich zu lange dafür brauche. Ach, egal was du machst, das ist einfach nur Scheiße. Vor allem habe ich gerade gar keine Ahnung, wo ich eigentlich bin. Ein Pferd? Ich bin gerade verwirrt. Naja, die Verwirrung ist groß. Und das Nachladen ist langsam. Aber lass uns mal gerade gucken. Wir sind jetzt da. Wir müssten wahrscheinlich noch da, wenn ich das richtig im Blick habe. Hier scheint es nicht rum zu gehen. Also gehen wir darum und freuen uns darüber, dass da eine Chiroba rumhüpft. Chirobas sind süß. Was ist da? Noch ein Chiroba. Hey, du machst richtig. Geht's da durch? Yes, hervorragend. Was das so rumtapst, ist mein Hund. Ah, vielleicht sollte ich da vorne mal einmal Bären futtern. Weil der Moschops da gerade Nahrung verliert. Ah, ne, das sind ja. Sehr praktisch an so einem Moschops. Und schon hat er genug zu fressen. Oh Mann. In dem roten Tropf, wo man vorhin gesehen hat, war garantierte Pelangonis-Sattel. Allerdings, wenn ich es nicht mal schaffe, eine Levantreher zu zähmen, dann schaffe ich es auch nicht, einen Pelangonis zu zähmen. Da brauchen wir über einen Anketavis gar nicht zu reden. Ein Känguru. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich bin. Das habe ich mal, als ich da unten am Strand gestanden habe, irgendwie anders vorgestellt. Und weiter, keine Müdigkeit. Ein Tiger, noch ein Pelangonis rum. Ich habe was gesehen. Bist du das auch? Oh, 135, ja, jo, ist klar. Ah, sicher, hätte ich sehr gerne. Damit hast du mit Sicherheit viel Ausdauer und das alles und auch Gewicht und keine Ahnung und Leben. Aber dafür brauche ich dann wahrscheinlich 40 Millionen Pfeile. Der Moschopf ist.
Und momentan ist es wieder sehr unspektakulär, ich weiß. Aber ich sag's euch, bleibt eisern. Mit einer Lumantria wird hier die Action. Also ich weiß nicht, ob die Action höher wird, aber da passiert hier auf jeden Fall mehr. Ich bin auch am überlegen, ob ich nicht zweigleisig fahre. Einmal Stützpunkt oben in der Höhle und einmal irgendwo hier unten. So dass ich mit der Lumantria hin und her fliegen kann. Der Nachschub oben Höhle. Logisch oder ja, ich denke mal, das wird bei logisch bleiben, weil das doch schon ein ziemliches Vieh ist. Und dann hier unten, dass wenn ich dann hier unten irgendwas machen will, dass ich dann einfach mit der Lumantria runterfliege, mir den Moschops hole. Alter, geh mal doch nicht auf der Schwimmer jetzt. Und ja, du mischst jetzt auch was hin, oder? Das ist schon wieder die 135er. Ich hatte es aber nicht am Auge, oder? Das war doch 15er. Oder habe ich da einfach nur war das Wunschdenken. Und ich bin jetzt total umsonst hier rüber. Ja, der Drop ist jetzt natürlich dort, klar. Wo auch sonst. Wie viel Dings hast du? 5000! Alter! Das ist schon beeindruckend viel. Hinten ist noch einer. Kann ich dich anzielen? Nein, natürlich nicht. Dann würde ich ein Strohhäuschen hier unten bauen. Und eins da oben. Also in der Höhle. Schubst es? Was bist du? 85, 3000. Du da hinne? 50. Hallo, wo ist die 15er? Oh nee. Oh nee. Entschuldigung, das war gar nicht so gemeint. Was hat der mir geklaut? Was hat der mir geklaut? Ah, okay, der hat irgendwas Beere. Ah, der Molotops haut ab. Das ist ja gut. Warum bist du jetzt hinter mir? Ja gut, wäre jetzt nichts gewesen, was ich schmerzlich vermisst hätte, aber. Puh, dass der Morellatops abgehaust, das ist gut. Weil ich bin tatsächlich der Meinung, die sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Ich kann man nicht auch fortschmeißen. Und ich muss ihn nur immer irgendwo rinbeißen, dann ist es ja gut. So, du hast mit. 85, ich kann ja mal gucken, aber das ist wahrscheinlich total unsinnig. Das wären 13, also mehr als doppelt so viel wie ich habe. Ich habe ja noch, oder? Hier war aber doch eine. Ich bin doch nicht bescheuert. 130 Amoshops. Du
Beschwerde, das ist übertriebene Fiege. Ja. Gut, das heißt, nach dir brauchen wir gar nicht Gurke zu gehen. Bei euch ist ja kein Alpha-Raptor dabei, oder? Ne, Raptor und. Schon 250 Raptor. Keine Mission. Kommt die eigentlich ans Wasser gerannt, wenn ich angeschwommen komme? Die sieht mich im Wasser anscheinend gar nicht. Auch interessant. Und wenn ich jetzt ins Land komme, macht er sofort doof, ja. Ja, müssen wir das Tier machen, dann finde ich die Tasche wahrscheinlich am Schluss nicht. Und er ist schon wieder aufgestiegen. 13. Ach, 44, da habe ich auch Letterdinger. Ist ja Letter, gell? Ja. Bewegungsgeschwindigkeit habe ich gesagt. Wo ich vielleicht. Komm, wir machen auf Dings. So. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein Pfeil mehr ist ein Pfeil mehr. Jetzt noch 15 Lemandria finde. Sie war da, ich weiß es. Du bist kein Alpha Raptor, oder? Nee. Da können wir dich ja mal gerade besuchen gehen, wenn du schon so mutig bist und eine Listerine anknabberst. Du Gerät, du Tier, du. Du hast wahrscheinlich meine. Na gut, ne, Lemandria. Die fliegt ja normalerweise weg. Oh, jetzt kann man nicht hin. Ja. Yeah. Ist mir dort ins Sprit, Alter. Hey, der Witzka. Kann ja ganz sein. Ey, Raptor. Ey, bleib doch mal da. Geht doch. So. Hauen wir dir aufs Auge. Was? Keine Tasche? Was bist du für Arschloch? Da hätte ich dich an nicht kloppen müssen. Oh, na, ist egal, was wir jetzt echt dabei haben. Ah, ne, da war was mit Essen, gell? Ah, Spachtel, du Fleisch. Na, erklär mir bitte jemand, wo jetzt diese verkackte Lemandria hin ist. Sie war doch da, ich bin doch nicht doof. So, ich futter hier noch fertig und dann machen wir Folgenende. Gut. Vielleicht noch ein bisschen draus im Weg, damit es besser aussieht. Gut. Alles klar, dann soweit läuft ja alles. Wir gucken dann gleich in der nächsten Folge weiter, wie das aussieht mit dieser verkackten. 15 Lemandria. Irgendwo muss es hin, wenn es nicht gefressen ist. Normalerweise werden die nicht gefressen, weil sie wegfliehen. Gut, also bis denn dann.